Hey meine Buddies da draußen, ich bin Sam von Magic Buddies, heute mal hinter der Kamera. Und weil nächste Woche die neuen Magic Tags extra erscheinen werden, öffne ich für euch heute mal ein komplettes Display oder fast komplettes Display der Magic Tags extra aus der letzten Saison. Ich habe hier ein Display, das ist leider hier ein bisschen kaputt, der Deckel, aber ist okay. Hier 24 Päckchen sind da drinne mit jeweils 10 Karten. Ich nehme davon mal die ersten 4 Päckchen nämlich raus und lege zur Seite, denn die benutzen wir dann nochmal für ein Pack War Video. Und dann öffne ich aber die restlichen 20, das sind immerhin noch 200 Karten. Das ist ja auch eigentlich genug. Und dann fange ich jetzt mal an. Hier, so sehen die Päckchen aus, in dem blauen Design, ihr kennt es wahrscheinlich noch, mit Rafael van der Vaart, Kiesling, Perisic, Alexander Meyer, Mkhitaryan und André Hahn von hinten, hier wie immer so, und es gab 168 Sammelkarten, Duo-Karten, jedem Pack, Matchwinner oder Hattricade-Karten, jedem zweiten, halbtransparente Torkarten, das waren Torhüter, in jedem zweiten und Club 100 Karten in jedem 40. Ich weiß nicht mehr genau, wer der Club 100 war, aber ich glaube, es war Arjen Robben. Und dann öffne ich gleich mal das erste Päckchen. So, und wir haben Duo-Karte Roberto Firmino und Sebastian Rudi. Dann haben wir die erste halbtransparente Karte, und zwar ist das Sven Ulreich, damals noch beim VfB Stuttgart. Lege ich mal hier hin, so. Dann haben wir neuer Transfer Öztunali bei Bremen, Petersen neuer Transfer für Freiburg, Petschko von Köln, Kagawa für Dortmund, dann haben wir hier Nielsen für Braunschweig, Torjäger, Schulz, Rookie, Heuberg neuer Transfer und noch Kapitän Philipp Lahm mit 93 Verteidigungswert. Kein schlechtes erstes Päckchen. Öffnen wir dann gleich mal das zweite. So, da haben wir als erstes Duo-Karte Raphael und André Hahn von Borussia Mönchengladbach. Dann haben wir Matchwinner-Karte Anthony Ucha, jetzt bei Werder Bremen, damals bei Köln mit 70 Angriff. Nicht gerade der beste Wert für einen Matchwinner. Der kommt hier oben hin, dann Strobel, Höger, Chang, ich weiß nicht, ob er überhaupt mal gespielt hat, neuer Transfer für Wolfsburg, Adrian Ramos, Ring, Ginter für Dortmund, Sebastian Polter, Torjäger und als letztes noch Clemens Fritz, Kapitänskarte. Komm, drittes Päckchen. Da haben wir Duo-Karte vom FC Augsburg, Tobias Werner und Altintop. Dann halbtransparente Karte von Manuel Neuer. Das ist natürlich cool. Dann Xabi Alonso, Cruz, Flum, Alagui, Torjäger Niederlechner, Welker, Andreas Beck. Und dann noch Kapitän Paul Verhaag von Augsburg. Nächstes Päckchen. Da haben wir als erstes wieder Back-to-Back Augsburg Duo-Karte. Das ist ein bisschen komisch. Dann haben wir Horn Transparente von Köln. Dann haben wir El Yunusi, Papadopoulos, Behrens, neuer Transfer Clemens, Torjäger Grifo von LSV Frankfurt, Philipp, Lustenberger Kapitän und Rolf ist Kapitän. Die Kapitäne sind anscheinend alle so umgedreht. Nächstes Päckchen müsste das fünfte sein. Ups. Dann haben wir als erstes Duo-Karte von Borussia Dortmund, und zwar ist es Piszczek und Durm. Dann Angriff von Augsburg ist es Bobadilla, Matchwinner.
Zweiter Matchwinner. Ups, jetzt ist eine Karte runtergefallen. Benatia von Bayern. Ups, müsste so umdrehen, so. Dann haben wir Karaman von Hannover. Medojevic. Kampel, neuer Transfer. Benchop, Torjäger. Dann haben wir zwei Rookie-Karten, und zwar Zuber und Jedwai. Und dann noch Kapitän Gentner. Nächstes Päckchen. Da haben wir als erstes schon wieder die Duo-Karte von Hoffenheim. Wieder ein Matchwinner, und zwar ist das Junuzovic von Werder Bremen. Matchwinner, richtig nice. Dann haben wir Neutransfer Olic, Höger, Behrens, Ramos, Torjäger, Nielsen. Dieses Päckchen kommt mir extrem bekannt vor. Anscheinend ist es wirklich das gleiche wie davor. Selke, Rookie-Karte, Ratzkowski oder so, sorry. Und wieder Rolfes, Kapitänskarte. Die Karten wiederholen sich jetzt schon nach gerade mal 5 oder 6 Packs. Als erstes haben wir Duo-Karte von Köln, Jonas Hector und Wimmer. Wimmer spielt jetzt bei Tottenham, Hector, mal gucken, wie lange er noch bei Köln ist. Dann haben wir hier Fährmann, Transfer-Rente von Schalke. Dann haben wir Sebastian Rode, Franz, Kalou, Sarare, Korczok, Stendera, Schuster und Bretschko, Kapitänskarte. Nächste Karte, nächstes Päckchen. Da haben wir als erstes Duo-Karte Sakai und Schulz von Hannover. Matchwinner-Karte von Stefan Bell von Mainz. Und dann haben wir Strobel, Jurchenko, Njeng, Lakic, Wooten, Baumgartel, Hirsch und noch Kapitän Kevin Trapp. Aber es war halt auch Frankfurt. Nächstes Päckchen. Da haben wir Duo-Karte von Werder Bremen, und zwar Garcia und Brödel. Dann haben wir schon wieder Kevin Trapp, Halbtransparente diesmal. Dann haben wir Ostrolek, Torrejon, Olowski, Romeu, dann haben wir Terodde, Selke, Ratzkowski und das letzte ist noch Noveski, Kapitän. Nächstes Päckchen. Da haben wir als erstes Duo-Karte von Eintracht Frankfurt, Bamba Andersson und Zambrano. Und, ist es wirklich er? Ist es er? Und es ist Club 100, Arjen Robben. Schaut euch das an. Arjen Robben. Club 100, richtig schöne Karte. Da hatte ich recht vorhin. Club 100, Arjen Robben. Das ist richtig cool. Dann haben wir Hitz, Halbtransparente von Augsburg. Dann Westergaard, Karaman, Caligiuri, Waldi, Benchop, Zuber und Noveski von Mainz. Das ist schon mal richtig geil, dass wir Robben Club 100 bekommen haben. In jedem 40. Das heißt nur in ungefähr jedem zweiten Display, und wir haben ihn bekommen. Dann haben wir wieder die Duo-Karte von Bremen, Garcia und Brödel. Da haben wir Fährmann, den hatten wir glaube ich auch schon als Halbtransparente. Da haben wir wieder Elyounoussi, Höger zum dritten Mal, Kayubi von Augsburg, Clement, Weiland, Gaudino,
Hummels und Dance von Gladbach. So, als erstes Du-Karte Toprak und Spahic, 88, richtig starke Karte. Dann Matchwinner Luis Gustavo mit 86, auch gute Karte. Dann haben wir Benatia, Torrejon, Matuschik, Homeu, Niederlechner, Welker, Hirsch, Pretschko und Benatia hatten wir schon. Aber das Doppelte dabei sind, ist ja auch klar, wir bekommen hier 200 Karten, öffne ich hier. Und es gibt in der ganzen Serie nur 168, deswegen ist auch klar, dass, glaube ich, dass das Doppelte dabei sein müssen. Da haben wir wieder die Duo-Karte Andersen und Zambrano. Dann haben wir wieder Matchwinner und es ist Martin Hanek von Stuttgart. Matchwinner hatten wir zum Glück noch nicht doppelt. Dann haben wir Olic, Petersen, Browers, Kagawa, Okoti, Finne, Parker und Hövedes. Wie viel sind es noch? Ich hole die Päckchen mal aus dem Display raus. So, wie viel sind es noch? Es sind 2, 4, 7 noch. Das heißt 70 Karten. Wir sind aber schon in der zweiten Hälfte des Pack-Openings. Als erstes Duo-Karte von Hamburg, Holtby und Müller. Dann Bernd Leno als Halbtransparente, 90, völlig verdient. Dann nochmal Holtby, Bryant, Sang, Kostic, der hat, so wie er dieses Jahr spielt, auf jeden Fall mehr als 60 verdient. Dann Ring, Philipp, Lustenberger, Fritz und Holtby hatten wir schon. Nächstes Päckchen. Okay, nächstes Päckchen. Da haben wir wieder Duo-Karte Werner und Altintop. Dann neuer Transparente nochmal. Oh, andersrum. Öztunali, Nastasic zum ersten Mal. Sonny Kittel, Hofmann, Grifo, Samperio, Rookie. Und Baba, der jetzt bei Chelsea spielt bzw. nicht spielt. Und dann noch Stindl von Hannover 96. Nächstes Päckchen. Wir haben noch 5 Stück. Mal gucken, ob wir nochmal einen Hammer bekommen. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt noch Hammer gibt. Bekommen wir Holtby und Müller. Dann Matchwinner Alexander Mayer wurde ja Torschützenkönig in der Saison. 85 hier bei der Match. Winner-Karte und dieses Jahr trifft er auch wieder. Toljan, Fuchs, Matuschik, Wally, Silvestre, Dahut, Eihahn und das letzte noch Hünemeyer. So, letzten vier Päckchen. Mal gucken, was da drinnen noch ist. Wir brauchen von den normalen, glaube ich, fast keine mehr. Aber wir brauchen noch einige Matchwinner und Halbtransparente und Duo-Karten. Deswegen hoffe ich, dass diese hier bei dem Pack-Open dabei sind. Hier haben wir wieder Holtby und Müller. Schon wieder auch zweimal in Folge. Und davor hatten wir den auch schon, also dreimal. Dann Baumann zum ersten Mal als Halbtransparente hier drin. Dann haben wir wieder Strobel auch gefühlt zum vierten oder fünften Mal. Franz, Medojevic, Sarara, Silvestre, Finne. Sean Parker und noch Hünemeyer Kapitän. Hier drei Päckchen. Mal gucken, was da noch drin ist. Ich sehe schon, Kevin Trapp bekommen wir wieder. Als erstes haben wir hier De Bruyne und Perisic. Dann Matchwinner Uchida von Schalke, auch wieder neu. Also noch keine doppelten Matchwinner. Dann haben wir Olic, Sané, Njeng,
Kostic. Dann haben wir wieder Wooten, Gaudino, Kapitän Beck und Kapitän Kevin Trapp. Ich hoffe, es bleibt auch dabei, dass keine doppelten Matches mehr dabei, das wäre ein bisschen blöd. Dann haben wir als erstes hier Pekarik und Haitinga, den haben wir auch noch nicht gehabt. Dann halbtransparente Benaglio, da bin ich mir auch nicht sicher, ich glaube, den haben wir auch noch nicht. Also in diesem Pack-Opening gehabt. Dann haben wir Finn Bartels, Torrejon, Brouwers, Lakic, Hinterseher, Baumgartel, Schuster. Und dann noch Hövedes von Schalke 04. Und wir kommen zu unserem letzten Päckchen der Matchtags Extras 2014-2015 Displays. Und was haben wir? Wir haben als erstes Duo-Karte Darida und Schmied. Und da ist, glaube ich, unser erster doppelter Matchwinner. Es ist Bobadilla vom FC Augsburg. Dann haben wir hier wieder Sebastian Rode, hier so. Rode, Nastasic, Kajubi, Brückner, Weiland, Stendera und Hummels und Dams. So, das war das Opening. Hier sind die ganzen Base-Karten. Ich gehe es nochmal durch, was wir bekommen haben. Hier die halbtransparenten. Ups. Die halbtransparenten Karten, also falls jemand vielleicht ein bisschen geskippt hat oder was auch immer, hier Benaglio, Baumann, Neuer, Leno, Fährmann, Hitz, Trapp, wieder Fährmann, Horn, Neuer und Ulreich. Duo-Karten hier Freiburg, Hertha, Wolfsburg, Hamburg, Hamburg, Augsburg, Hamburg, Eintracht Frankfurt, Leverkusen, Bremen, Frankfurt, Bremen, Hannover, Köln, Hoffenheim, Dortmund, Augsburg, Augsburg, Gladbach und Hoffenheim. Da haben wir auch, glaube ich, fast alle, ziemlich viele verschiedene bekommen. Und jetzt die Matchwinner. Erstmal zähle ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 Matchwinner von 20 Päckchen, also wirklich in jedem zweiten. Und wen haben wir bekommen? Wir haben Bobadilla, Uchida, Meier, Hanik, Gustavo, Club 100, Robin, Stefan Bell, Junuzovic und nochmal Bobadilla und Uca. Also zweimal Bobadilla, sonst alle einzeln. Und das war's auch schon für ein Video. Falls ihr hier einige Karten gesehen habt, die ihr noch braucht, schreibt mich an auf Instagram oder auf Facebook. Und ja, und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr euch auch schon so auf die neuen Magic Extras freut wie ich. Und dazu wird es natürlich dann auch Openings geben. Und dann schaut bei Pack War und den anderen Videos rein. Und falls ihr noch nichts gemacht habt, falls ihr neu seid, abonnieren nicht vergessen. Und sehen wir uns bald wieder hier bei den Magic Buddies. Ciao! Yeah.